go out like a flame in the light. Feel the heat from the fire inside. We go out and take over the night. Keep it burning. We've come so far to be standing where we are. It feels so close, like we're reaching for the stars. Heyo, willkommen, buenos dias, dobry dzień, greetings. Heute geht's weiter mit Ego, Verbindung wird hergestellt. Na?
Okay. Okay. Looks good so far. Erstmal was essen. Alles auf Null. Noch eine Wurst essen. Gut. Das reicht erstmal. Tägliche Unkraut geben. Wobei tägliche, ich war ja gestern nicht da. Nicht reif.
Fangen wir mit 500 Coins an. Verlosung. Congrats, Eric. Hi, Mr. Pro Miner. How are you? Okay.
Ich hab da gerade was gepflanzt. Gibt's da ja nicht. Okay. Und das Zeug hierin. Müssen wir noch Holz holen. Das sind schon 100 Birkensamen, okay. Heyo, Mr. Pintail. Willkommen, willkommen.
So. Und packen wir da noch was rein. So, jetzt sollten wir Platz haben. Agaven, wo haben wir die Agaven? Da unten. Okay, packen wir erstmal alles rein hier. So. Machen wir noch so ein Epic Skin Pack. Immer noch das Karnickel dazu. Hello, Nomdo. Greetings. Hey, congrats, Eric.
So, Moment, den Hammer, den lassen wir auch noch hier. Haben wir gar keinen Platz für. Bisschen Farnsamen mitnehmen. Nehmen wir 25 mit. So, nehmen wir noch was zu essen mit. Ist ja nicht so, dass der hier irgendwie stört. Komme ich hier gar nicht mehr rein. Komme ich nicht mehr rein. Nehmen wir noch zwei Würste mit. Dann machen wir mal ein neues Giveaway. Congrats, Eric. It's your day. I feel it. Make me feel what I forgot. Baby, grab the wheel, wheel, wheel. Ooh, we are rolling.
till the end for a kiss me again. Shut up and drive. Shut up and drive. So. Zu den Heidelbeeren. Hier ist ja Fahren. Fahren ist auch nicht schlecht. Okay. Ganzen Beeren erstmal einsammeln. Boah, habe ich mich erschreckt. Brust ab. Thank you.
Okay, next. Ist die Sense kaputt? So, nochmal das. Welcome back. Alles voll. Können die Samen noch hier lassen? Die Wurst essen? Da könnten wir noch einen Platz draus machen.
Ach nee. Damn. Zwei Beeren können wir noch essen. Nehmen wir ein bisschen Holz in der Hand. Was machen wir nun? Was verlosen wir jetzt? Wovon habe ich noch genug? Heute kann alles raus. Wir haben noch eine Crate. Congrats, congrats. Yes, unusual. Welcome. How are you? Oh, one second, Telefon.
Okay, weg. Yes, the code is shown in the middle of the screen. Please don't write it in chat. The prices for actual viewers, not for people just stopping by, reading chat and leaving. No problem. I removed the message, no problem. I'm not angry. It's better chances for you. Better chances for actual viewers. Yes, this game is fun, but I think it's more fun when you play with more people, so you don't have to do all the professions alone. This game has many professions. I think it's a multiplayer game up to 30 people. And so you can share the work. No, we playing with two. But it's my own server. So I can see what is possible in the game, and when I play this game again sometimes, I know all the professions and I am more sure what I want. When I started, this is my first playthrough on Echo, so I want to see all the professions and the advantages and disadvantages. It's a bit harder, but sometime I play again on our official server, then I choose one profession or two and play with many other people. This game supports currencies, so the actual elected leader can print money and take taxes and so on. It's very complex. With two people you don't need money or taxes, but when you play with 30 people, you need money and taxes.
And everything you do in Echo has consequences. So if I hunt all wolves, no wolf will respawn. If I gather all plants from one one plant art, no plants will respawn. You have to look that you equal let some plants alive. Don't hunt all animals of the same species. And you have to look that a plant species not extinguish or extinct. Sorry, my bad English. So this game also has extinction. When you not look for a plant species, other plants like this are the most plant on the world. It expands more and more, and steal other plants' light and place and stuff. So other plants cannot grow. You should not hunt all the turtles. So it's around our ecosystem, and the ecosystem depends on many factors. When you have too much pollution later in the game, when you have coal machines and oil and excavators and so on, then you can ruin your air through pollution. Then the trees dying, the plants dying. At this moment we don't have a big impact. We have two or three fires like this, campfires. Campfires are not really bad for the environment, but when you have many excavators and burn fuel, then you have air pollution. Let me see. I can show you the menu. You can click on this items or this buttons, and you can look your economy. It opens in a browser, but it don't work correctly. The PC hosting this is behind me in the same local network, and when I access
Official IP Address, I have no access. But for playing, it's okay. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Packen das hier hin. I think Minecraft, ne? I'm right. It looks a bit like Minecraft. It's a blocky, yeah, it's a blocky design. In Minecraft you have blocks too, like this. The blocky design of the trees. But I think it had better graphics. Some things not so blocky. I don't know if blocky it's a word in English. Zwiebeln da auch reinpacken. Problem. Renix, willkommen. How's it going? Bohnen.
paar Bohnen kochen. Timber. Okay, pflanzen wir gleich was Neues. Okay. Haben wir schon mal das. Pflanzen wir denn noch an? Können die Samen da zurück? Müssen wir noch ein bisschen Korn an? Noch zwei Tomatenpflanzen, ein paar Agaven. Hm.
Korn. Chess, my friend, welcome. Welcome, welcome. How are you? Wait, Agaben. So okay.
krasse Mine hier. Sammeln wir erstmal ein bisschen auf. Ich dachte, ein bisschen separiert hier. Komme ich hier nicht mehr durch? Ich drehe durch. Haben wir denn noch Schönes? Ein 5-mal Coinbuff wird jetzt verlost. Fair play, welcome.
Funken Tom, willkommen. Greetings. Congrats, nein. Fair Play. Oh. Coinwurf. Ja. Wow, thanks for the 100 TPU, Fair Play. Thank you, thank you. GG. GG! Mist, ich habe ja schon Sachen in der Hand. Spamming time. Maybe I should make a Stream Deck Makro. Multi-Action. Denn hier Text. Delay, wo haben wir das? Über 100 Millisekunden. Okay. Get on my level. I mean, it's clear that the streamer don't write much in his own channel. He can talk.
Yeah, but to be honest, I don't care how much XP. XP only is a number who don't has much to say about your chat. It can be stupid activity like spamming. And from my understanding, you don't have to grind a specific season or so. You have the rolling amount of 60 days on your dashboard. And if you match the requirements, you can ask a admin. From my understanding, also the season doesn't matter, I think. Okay. I appreciate your help. No. No. Yeah, and I feel stupid if I tell people to spam the chat. I don't like this. It comes when it comes. And when Zeta and the viewers think I should never be an affiliate, then I will never be an affiliate. It's okay for me. I have no problem when someone loses, but I don't beg the people to doing this.
It's your choice. And in the most other channels, I don't care about my user level. It's only a number for me. It's okay, I'm thankful when you hear all on top. This is optional. You don't have to, but I appreciate every effort. Eine Spitzhacke. Let me look and check what I have here. I must first look what I still have. Two skin packs, one coins, two epic skin packs. Okay, then we can do a skin pack. In the meantime, GG. In the meantime, I should change the code. Los 18 Code Save Thank you.
Charles Sagler, willkommen. So. Und open. New code is active. Go in, go in. So, die Samen noch zurücklegen. Oh, was ist das? Habe ich das schon mal? Bananasamen. Mhm. This is a great song. I like it. Chef Scout Stadtlecke, grüß dich auch. Danke nochmal für dein Follow. Warte, ich trigger das nochmal. Ich hab dir denn heute zurückgefolgt. Ja, no problem. Kleine Streamer unterstütze ich gerne. Aber großen brauche ich nicht folgen. Da gehst du als Zuschauer ja unter und die brauchen deinen Support auch gar nicht mehr. Hier haben schon die noch, genau. Kleine Streamer sind viel dankbarer. So. Äxte wollte ich holen, genau. Wo haben wir die? Da. Schade. So zu Ende. Playlist hier anmachen. Wo ist die gleich? Da.
du siehst, was ich spiele und du fragst dich nach dem Sinn. Na pass auf, ich muss mal dafür rausgehen, um das besser zu erklären. Der ist natürlich nicht zu sehen. Also im Normalfall kommt denn hier zweimal am Tag hier so ein Asteroid in der Erdbahn lang geflogen. Der ist dann am Himmel zu sehen. Da ist er. Vorführeffekt. In 28 Tagen wird er hier einschlagen. Und meine Aufgabe ist das, das zu verhindern. Das heißt, die ganzen Industrien zu erforschen, dass man später dann 5 Laser bauen kann, die den Asteroiden abschießen. Und dafür muss man Berufe lernen. Das sieht man hier auf der Seite, weil ich momentan zu zweit bloß auf dem Server spiele, habe ich sehr viele Berufe momentan. Also hier siehst du ja, Sammeln, Spezialisierung, Metzgerhandwerk, Malen, fortgeschrittene Lagerfeuer kochen, Holzfäller, Spezialisierung, grundlegende Technik, Landwirtschaft, Jagen und Dünger. Es gibt hier ein paar Spezialisierungen und hier bei Ingenieur zum Beispiel, da kann man dann Elektronik, Industrie, Ölbohrung und sowas alles noch machen, Mechanik. Das ist eigentlich ein Spiel, das ist für Multiplayer gedacht. Man kann es aber auch alleine spielen, wenn man an den Faktoren hier ein bisschen dreht, mit den Experience Points und sowas, dass man dann selber mehr Berufe machen kann. Und weil ich auf meinem eigenen Server spiele, habe ich das gemacht. Also der PC steht hinter mir, wo der Server drauf ist. Und wir spielen momentan zu zweit. Dadurch kann ich aber alles entdecken, was es hier so im Spiel gibt. Und wenn ich dann später mal auf einem richtigen Multiplayer-Server spiele, kann ich mir aussuchen, zum Beispiel Holzfäller zu machen oder Landwirtschaft vielleicht und noch Düngerherstellung. Weil da geht es dann deutlich langsamer mit so einem Beruf kriegen und so. Und da muss man so Hand in Hand arbeiten. Das gibt so eine Welt. Warte mal, wo haben wir die Welt hier? Check into, willkommen. Gibt so eine Welt, die ist random generiert. Thanks for the follow, Check into. Die ist random generiert, die Welt. Aber wenn sie denn einmal generiert ist, dann ändert sie sich auch nicht mehr. Und hier sieht man ja, wo ich unterwegs bin. Das ist alles schon geclaimtes Gebiet hier, wo ich unterwegs bin. Sieht ein bisschen nach Minecraft aus, aber auch bloß, weil das so Blockbauweise ist. Also man kann hier eine Schippe in der Hand nehmen. Naja, jetzt gerade nicht. Warte mal, ich muss mal das hier ablegen. Ich habe gerade Steine in der Hand, da kann man schlecht mit der Schippe arbeiten. So, weil das halt so blockweise ist, ne? Aber man kann dann die Welt auch verändern, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier eine Plattform machen, ne? Dann kann ich das auch hier ausschippen alles. Also hier vorne zum Beispiel das eingezäunte Gebiet, das haben wir alles komplett freigeschippt. Das hier. Man kann Schilder aufstellen. Hier, dieses ganze Gebiet, das war ein Berg, so ein bisschen. Der war ungefähr so hoch wie das hier. Das haben wir gerade geschippt. Ja, man sieht auch im Inventar, also im Lager, was drin ist. Holz zum Beispiel. Erde. Wenn Steine drin sind im Lager, dann siehst du das auch. Also hier ist ein Lager drin, da sieht man dann die Steine. Wir haben dann schon so eine Wohnung gebaut, eine Werkstatt. Das hier ist alles aus dem Berg rausgeschlagen. Das ist meine Wohnung. Man kriegt dann so eine Levelpunkte, wenn man so eine Sachen hinstellt hier, wie das. Oder so eine Sachen hier.
kann man sich denn hier alles angucken, was die Möbel bringen an Punkte. Das spielt jetzt hier nicht ganz so große Rolle, weil ich sehr viel XP schon kriege. Habe ich im Server eingestellt, damit ich die ganzen Berufe auch lernen kann, bevor der Asteroid abstürzt. Im Normalfall bist du innerhalb von 30 Tagen nicht auf Level 23. Da kannst du dir dann 2-3 Berufe höchstens aussuchen und dann muss man die dann... Ja, und im normalen Spiel, Eco, hast du halt... kannst Wahlen durchführen, der Chef, der die Wahlen gewinnt, der kann dann Steuern festlegen, der kann eine Währung drucken und so. Eine Latrine, ein Waschbrett. Hier ist so wie so eine Küche. Kann ja mal Tanjas Wohnung zeigen. Also wir spielen, wie gesagt, momentan zu zweit. Und hier ist Tanjas Wohnung. Kann man hier auch runtergehen zum nächsten Schlemmerraum, also was zu essen, wo Sachen zu essen drin sind. Hat Arbeitsraum. Da kommen dann später noch Bücherregale und sowas zu. What's the name of the music? Look. What's at this moment running? Is this? Ja, alles sehr detailmäßig, finde ich auch. Also deswegen mag ich das Spiel auch. Das kostet 25 Euro und ich finde, das ist es auch wert. Kannst so ein Wapiti jagen und dann kann man das hier so ein ausgestopftes Wapiti herstellen. Das bringt dann auch ein bisschen Punkte. Wie gesagt, das mit den Punkten ist hier ein bisschen ad absurdum geführt, weil ich der Serverbesitzer bin und das höher gedreht habe, damit wir zu zweit das auch schaffen. Die ganzen Berufe zu lernen und so. Ja, selbst bei Jäger gibt es schon zwei, also einmal Metzgern und einmal Jagen. Und hier bei Landwirtschaft, da gibt es Landwirtschaft und Dünger und Sammeln und Mahlen. Beim Kochen gibt es Haufen Kochensachen, die aufeinander aufbauen. Also du musst erst fortgeschrittenes Lagerfeuer kochen haben. Dann musst du so ein Büchlein erforschen, das heißt Kochen. Und wenn du dann Kochen freigeschaltet hast, dann kannst du Backen freischalten. Man kann hier Schmieden lernen. Das hat zum Beispiel Tanja hier. Ein fortgeschrittenes Schmelzen. Papierherstellung oder nicht, Schneidern hier, also Kleidungsschneidern. Man kann auch Third Person angucken, ne? Also ich finde, das macht Spaß, das Spiel. Und erstmal um zu entdecken, was überhaupt alles geht, erstmal auf einem eigenen Server spielen und später dann vielleicht mal auf einem öffentlichen Server. Und wir haben ja noch 28 Tage Zeit, das alles freizuschalten, bis denn der Asteroid abstürzt. Okidoki. Danke fürs hier sein. Ja, heil, willkommen. How's it going? Idea.
Nope. Rätsel don't like it to catch her. Yeah, I have playing Pretzel Rocks and I have a playlist there. About 45 tracks, 2 hours. All tracks are no copyright protected, so I can upload my VOD on YouTube and not get copyright claims. So you don't hear mainstream music here because of the copyright claims on Twitch and YouTube. Every day a clean VOD without muting. Let me look, what can I give away? We do another epic skin pack, I think. Watch out, 1260 is a guessing game, 1260. Yes, Mr. Pro Miner, you can do that, but if you like to have your VOD on Twitch unmuted, you cannot use copyright protected music. Twitch mutes the songs and your VOD is muted on this part then. And I upload every broadcast to YouTube. YouTube is more restrictive. YouTube claims everything. GG, fair play.
Mr. Pro-Miner, I mean Twitch records the stream for you. Wait, I show you. On Twitch, you have, let me look, in Twitch you can see your past broadcasts. And you can do collections. For example, I have some collections, and every broadcast I add to the collection. For example, Ico. Every stream Ico is here. And mostly no copyright claims, also 4 hours, 2 hours, 3 hours, almost 4, 8 hours. But your recordings only visible a certain amount of time. You can do a highlight of your video, then the highlight is saved. Infinite of time. And you can do it in collections. For example, the game Astroneer, 24 videos. World of Tanks, 18 videos. Red Dead Redemption Online, 21 videos. And the accumulated amount of time. You can do this also on YouTube, but YouTube has more restrictions, copyright. For example, the last stream I have a copyright claim. This is sometimes, and when you have this, then you have a passage muted in your video. Mal schauen. Wie look. Hier. In 6 minutes, 12 seconds, I have a part muted on my VOD. But the mostly other part is not muted. No problem, no problem. Close this. So your past broadcasts going away after some time. In 6 days this broadcast is leaving. But when you do a highlight of the whole broadcast, the highlight stays forever. And for backup, I have YouTube. I upload every broadcast I upload to YouTube.
You can also do a export from Twitch. But to Twitch and to Zeta and Mixer, I broadcast with 720p with 60 FPS. And I do local recording 1080p, 60 FPS. So the recorded quality is better. And then I upload my recording to YouTube. But when your PC cannot record at the same time, it's also okay. You can export your past broadcast from Twitch to YouTube. Then the quality you broadcasted is taken for the export. You stop at playing songs. Or you can do a wait. I think this is the right URL. This is the right URL. You can use this, chefs. Pretzel Rocks is almost copyright free music. Almost. It's better than nothing. I don't like silence in the stream, so I play not copyright protected music. The only advantage of Pretzel Premium is that Pretzel Premium doesn't send the music link in the Twitch chat. When you have Pretzel Premium, you can switch this off. Posting of the song in the Twitch chat. But sometimes it helps. When someone asks what music you play. You have some predefined genres. This is my playlist, but you can only play hip hop or happy or chiptune or upbeat or EDM or rock, synthwave, hype, mixed, chill, ambient, holiday pop, epic. For example, epic. Okay. Sounds not epic.
It's not the actual hit list of commercial songs, but it's free. And you don't get copyright claims. By the way, this is a white monitor. I have three monitors. This is the white, left monitor, not the right, the left. This is a white monitor. And as you can see, my PC handling this. Recording and streaming at the same time. It's a Ryzen 9 3900X, 12 core, 24 threads. Gigabytes of RAM. Two SSD. Two of the Samsung SSD 860 Pro of 1 TB. It all costs money, but it's a hobby. I don't expect that the stream finances the hobby. Ich drehe hier noch durch mit dem Lager. Okay, Chefscout, Stadelecke. Viel Spaß noch und danke, dass du hier warst. Also guys, if you have a stream and have questions, technical, I can mostly answer. Like I said, it's a hobby. I have reading much of the things for streaming, encoding, CPU preset, encoding profiles for the maximum quality. If you have games with fast movement, you better should stream with 60 FPS.
And you should have a sufficient bit rate for this. So 3 megabit is not enough for 720p 60fps. Minimum you need 4 megabit. Or not pixelating results. When you not have enough bitrate, when you fast move, you see artifacts and blocks in the picture. You can avoid that with enough bitrate or more CPU encoding power. For example, let me see which monitor is this monitor. For example, you open the settings of OBS, you have under output CPU presets. I'm encoding at this moment on medium. It's in the middle. Standard setting is very fast. So if you use 4 megabits and very fast, you have maybe some blocks when you move fast. So if your PC cannot encode in medium and you have to switch to very fast, then you should add a bit of bitrate, 4.2, 4500 for example. But when you have the CPU power, you can go with 4000 and go medium. And recording I do very fast, but I have 12 megabits at it. And profile high. Profile high is important for good image quality. Always high. Let me see, what can I give away next? We do a 500 coins, I think. Congrats! GG! And if you are a streamer, I can suggest you getting the Stream Deck. Not the big one, it's a bit expensive, the small one. You can do profiles and switch profiles with a click, for example this, and back. For example, full mute.
Oder Skip-Song oder Pause. I love the Stream Deck. I have the Stream Deck XL2, the big one. For example, my homepage. I press the key. I can do how dare you? Just look. How dare you? Oh, it's in the... Yeah. How dare you? You have the smallest? Yeah, you can do with the profiles and the arrow keys. Can do so much things with the Stream Deck. It's cool. Let me show you. Can do this here. You take switch profile on my Stream Deck is German. Profil wechseln. Switch profile. When you press this key. Then it goes to main one. When I choose main one, the other profile is shown, and you make a arrow to switch back to profile main, or switch to main two. For example, you can add as many you like. Can switch right and left. It's totally great. It's worth every penny, I think. You play your music with Spotify or another program, you can define hotkeys and you can let the Stream Deck do the hotkey for skip song, for raise the volume or lower the volume, like on my Stream Deck here. Skip song, for example, is Alt, Shift, and N. And on my Rätsel settings, key bindings, next track, Shift, Alt, N. For Pause, Shift, Alt, P. And my Stream Deck has Shift Alt P. So I can stop and play the music. I can skip the song, raise the volume, or lower the volume. There's a full mute button. It's very important. If you're sneezing and feel it, it's about time to sneeze, then you press the button. Full mute. I think this is an add-on. You can get it with this button in the bottom. You have some third-party tools. You can use
Very, very cool. Das Stream Deck. I like it. So. No, I don't keep in memory my all shortcuts. But you see when you press the key and two things happen, then you should change the shortcut. For this reason, I have used Alt, Shift and some key, so I exactly know I have not bind this shortcut for any other game or application. No problem. I'm sorry for my bad English. I'm German. I understand what you mean. No problem. Wieder voll. Haben wir hier nicht irgendwo noch Steine? Waren die das? Das sind die normalen Steine. Chat.
kein Hammer. Ich muss mal den Hammer holen. Okay, ein Hammer. Let me look. Code 4 ist 3330 seconds active. Code 4. Close. Vor. New Code. Safe. Start. New Code is active. Food. Food. Thank you.
Let's switch to the playlist. No. Thank you.
there's so much stuff. Forbidden Justice, welcome. Let me see, what can I refill? If one crate left, we do refill this crate. Oh. Congrats. This was quick. We do a skin pack. Fair play, it looks it's your day. Maybe Mr. Pro Miner can use the emote. I don't know who have the emotes and who not. This stuff I normally not raffle. No weak batch. Nein, doch. Oh. Thank you for the 10 T-Fuel, Mr. Pro Miner. Thank you, thank you. And sorry, I cannot pronounce your first name. I'm sure I butcher it. It's French and I cannot French.
School Candy, welcome. How's it going? I like this song. It remembers me of my time where I was younger. I like techno, and this is Goa. Goa is almost techno. From all the copyright free songs, I think this song I like the most. I mostly like hardstyle, but when I play Headhunters, I'm sure Twitch mutes my stream in the VOD and YouTube also claims copyright. Sadly.
Ja. I can say I was on the love parade 1998 in Berlin. 1 million people. Memories. Thank you.
Nein, wieder runtergefallen. Hallo. Grüß Gott. Ich muss erstmal meine Axt reparieren. Mal gucken, ob ich noch Lager finde. Und langsam sind hier die Lager voll. Shutting us out like you never act like this before. Turning around, I don't want to lose you anymore. Falling down, no one's gonna save you from your storms. Let it go, you lose this battle. You can't stop me. Zehn Holz. Okay, ich baue mal noch zwei. Lager hat man nie genug.
Let me look. Two items left to give away. It's an epic skin pack. Number 1260. Looks it's your day, fair play. Und wollen wir das Lager hier nicht versetzen? Das, wo man immer gegenläuft hier. Das hier, wo ich jetzt gerade stehe, wollen wir das nicht ein Stückchen weiter rübersetzen? Eine Reihe oder was? Oder? Da läuft man immer gegen. Das stört ungemein. Also die Höhe ist okay, aber müsste bloß ein bisschen rüber. Hilfe! Jetzt komme ich hier nicht mehr raus.
Okay, bin draußen. Ich mich erschrocken. Ach, der Wagen ist schon voll. Ich bringe den mal weg.
Renko, willkommen. How are you? Mal das Eisen hier aussammeln. Sind ja schon ein paar Brocken. Lohnt sich ja schon. You lead the way. I let you take the wheel.
Das ist ja auch duster. Du kennst ja gar nicht, was ist. Me too, fair play. Me too. I have a steel head. You cannot die in this game. So. Just you and me. In my heart,
Okay guys, the last item I can give away. Is this. I think Fair Play has won so much this session, you see? Fair Play. Should I give it to ProMiner? Say yes or no. It's your choice. It's your prize. Okay, you said it. That is really fair play. Sadly, I don't have other stuff before the next supply drop is coming. But you have a chance for the current giveaway. I hope you all have the code 7. Close it now. I wait the stream delay. Code 7. Two, one, close, and swear, 7. I'm going to get there and hope we will meet there. Good luck, everyone. Close raffle. Draw raffle.
in this unusual with Scorpion and Mr. ProMiner. Congrats. Sadly, Mr. ProMiner has the emote already. I'm out of stuff. Congratulations, Finesse, unusual.
bringe schon mal Eisen zur Karre. Die Karre ist voll. Zu weit gelaufen. So, Wagen habe ich wieder hingestellt. Ich werde aber Feierabend für heute machen. Morgen wieder früh raus. Mich früh. Hier noch ein bisschen Holz nach, damit das weiter brennen kann hier. Hi, Fairplay. I end the stream anyway in a few minutes. Fressen.
Wendy, Ben, Edwards, welcome. And sorry, stream is ending. I can give you stuff I have over. Like this. I hope you don't have the remotes. It's a batch. Okay, stream is ending. Thanks for watching, thanks for the follow, thanks for all the donations. I'll be here tomorrow. See you all. Danke, Tanja, dass du hier so fleißig mitgemacht hast. Bis morgen. Bye bye. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das ist wieder ein Jahr. Nein, doch. Oh. And thanks for the 13 T-Fuel, Herr Heil.